Platz 1. An einem nebligen Morgen in Schottland fährt ein Mann durch die Berge nach Inverness. Plötzlich tritt am Straßenrand ein massiver, rothaariger Highlander aus dem Nebel. Der Mann ist mindestens 1,90 Meter groß, ein wandelnder Kleiderschrank. Er hat einen riesigen, roten Bart und trägt trotz Wind, Nebel und Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt nur seinen Kilt, ein Tweedshirt und einen schief aufgesetzten Tam-O-Shanter, so eine Art Mütze, nehme ich an. Am Straßenrand steht außerdem noch ein junges Mädchen. Sie ist wahnsinnig schön, schlank, wohlgeformt, ordentliches Aussehen, goldenes Haar, atemberaubend. Der Fahrer hält an, seine Aufmerksamkeit nur auf das Mädchen gerichtet, als der rote Riese die Tür aufreißt und ihn von seinem Sitz auf die Straße zerrt, mit Fäusten, die entfernt an Schmiedehämmer erinnern. "Okay, Jimmy", schreit er, "ich will, dass du masturbierst, hier." "Aber", stammelt der Fahrer. "Tu es, oder ich bring dich verdammt nochmal um." Der Fahrer dreht sich also mit dem Rücken zu dem Mädchen, lässt seine Hosen fallen und fängt an. Weil er dabei an das Mädchen am Straßenrand denken muss, dauert das nicht lange. "Gut", brüllt der Highlander, "mach's nochmal." "Aber sofort." "Also macht's der Fahrer nochmal." "Okay. Bursche, nochmal." Das Ganze geht nun 2 Stunden so. Der unglückliche Fahrer bekommt Krämpfe in seinen Armen, er hat sich einen Wolf gerieben, sein Knopf schmerzt, sein Sehvermögen lässt langsam nach, wie es ihm sein Priester seit Jahren vorausgesagt hat, und er liegt, trotz der Kälte, als spitzender, wabbelnder Haufen am Boden. "Mach's nochmal." "Tut mir leid. Ich kann nicht mehr." "Bring mich einfach um", flüstert der Fahrer. Der Heilender schaut grinsend auf das Bündelmensch, das da auf der Straße liegt, und meint, "Okay, Mann, und jetzt kannst du meine Tochter nach Inverness fahren." Platz 2. Ein Mann mit einem Glasauge hat den sehnlichen Wunsch, wieder auf beiden Augen sehen zu können. Der Chirurg macht ihm große Hoffnungen. Das lässt sich beim heutigen Stand der Medizin durchaus bewerkstelligen. Sie müssen nur noch einen Spender ausfindig machen, der ihnen ein Auge opfert. Auf der Nachhausefahrt wird der Einäugige von einem rasanten Autofahrer überholt. 3 Kurven weiter knallt der schnelle Wagen gegen einen Baum, das Auto ist nur noch ein rauchender Trümmerhaufen. Der Fahrer ist tot. Blitzschnell erkennt der Einäugige seine Chance, zu einem neuen Auge zu kommen. Er zückt sein Taschenmesser, ein Schnitt, dem armen Verunglückten wird das überflüssige Glasauge verpasst, und nichts wie zurück in die Klinik. Dort klappt auch die Transplantation zu aller Zufriedenheit. Am nächsten Tag wird der Verband entfernt, und glücklich, wieder auf beiden Augen zu sehen, greift der Patient zur Zeitung. Als erstes liest er die Schlagzeile des Tages: Polizei steht vor einem Rätsel. Sportwagenfahrer mit 2 Glasaugen tödlich verunglückt. Platz 3. Ein Mann kommt in eine Kneipe, bestellt ein Bier und einen kurzen, kippt beides weg und bestellt mit den Worten: "Scheiße, kann die gut fahren. Ein Bier und einen kurzen." Das Schauspiel wiederholt sich und irgendwann wird der Barkeeper neugierig und will wissen, was er damit meint. Er erklärt: "Vorhin hatte ich eine Autopanne und musste per Anhalter fahren. Da hat mich eine 80-Jährige mit ihrem Porsche mitgenommen und die ist wirklich schnell unterwegs gewesen. Wir sind eine Weile hinter einem Benz hergefahren, der uns nicht überholen lassen wollte, ihr wurde es zu bunt und sie hat zum Überholen ausgeholt. Aber wie wir gerade auf gleicher Höhe mit dem Benz sind, da kommt uns ein LKW entgegen und die Straße war wirklich sauschmal. Ich sage zu ihr: 'Wenn du das schaffst, dann leck ich dich, bis du nicht mehr kannst.' 'Scheiße, kann die gut fahren.'